spät. Nach langem endlich wieder ein Upload und ihr habt es im Titel schon gelesen. Ansage an die militante Veganerin. Das ist dieser Mensch, den kennt jeder, oder? Bist du vegan für die kleine Rosalinde? Oink, 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 oink. Nein, bin ich nicht, denn ich bin ein Fleischfresser. Fleisch! Lecker Fleisch! Ich möchte euch jetzt einmal Social Media beibringen, okay? Wir kommen zu der Lehrstunde von John Broke. Normalerweise wollten wir auf dieses Video reagieren, was schon hardcore durchgenugelt wurde und 2 Wochen her ist. Habe ich leider nicht gemacht, weil ich keinen Bock hatte. Okay, ich hatte keinen Bock drauf und ich brauche auch dieses Video nicht, um diesen Cliffhanger oder einen, auf den ich reagiert drauf und dann, oh mein Gott, hast du gesehen? Und jetzt mache ich ein neues Thema und dann kann ich ab. Nein, ich sag euch offen, wie es ist. Es ist eine Ansage, okay? Es ist eine Ansage und jetzt hören wir ganz genau zu, militante Veganer. Obwohl du Veganerin, du hörst mir gleich zu, ich muss erst zu meinen Zuschauern reden. Ich will euch die Welt des Social Medias erklären, okay? Schaut mal, diese ganzen Menschen, die polarisieren mit solchen Dingen, sind alles Leute, über die wir früher Videos gemacht haben. Die heutigen TikToker sind alles meine Opfer gewesen. Früher haben sich Leute geschämt, wenn man Videos über sie gemacht hatte. Weil wie unser Ziel war es immer, den Shitstorm so zu lenken, dass sie vielleicht aus dem Internet weggeht. Wenn das wirklich eine Person ist, die im Internet nicht zu suchen hat. Beispiel Nika Irani. Haben wir durchgenudelt. Haben wir durchgenudelt oder nicht? Um das Internet zu bewahren vor solchen Menschen. So, also das war immer die Haupt... Natürlich hatten wir, ich sag euch ehrlich, natürlich hatte ich auch Spaß an die Leute zu ärgern. So, ich sag euch, wie es ist so. Aber meine Hauptintention war es immer, diese Leute von diesen Plattformen wegzukriegen. Das war nämlich meine Plattform zu dem Zeitpunkt. Leute kamen, haben extra Videos über mich gemacht oder Leute so und so geredet, damit die Videos kamen. Aber es gibt auch Menschen, die polarisieren wollten und dann mit dem Druck auch nicht klarkamen. Es gab wirklich Leute, die denken, die sind tough, okay? Haben dann auch Gegenvideos gemacht, aber sobald die dann gemerkt haben, okay, die haben keine Chance gegen diese Riesen-Community, machen sie Hetzkampagnen, machen Cancel-Dinger, weißt du, wie ich meine? Leute haben meine Entschuldigung nicht aus dem Herzen angenommen und haben Videos von mir, die ich seit 5 Jahren offline gestellt habe, den Leuten geschickt, über die ich reagiert habe, um mein Produkt zu canceln. Und da sind sehr viele Leute bei. Wenn ich diese Leute eines Tages sehen sollte, Bruder, ich werde die zu Wort stellen. Liebe Grüße auch an diese Queen Drama. Weißt du, ich meine? Ich habe auf deine Videos reagiert gehabt, ich habe korrekt reagiert gehabt, dann warst du bei Pumpin' Monkey und hast Fake-Content mitgemacht, um zu polarisieren. Und du hast es auch gewagt, weil ich einzeln auf dich reagiert habe, obwohl du geantwortet hast und auch Aufrufe gemacht hast, mit dieser Kampagne zu pushen, dass mein Produkt gecancelt wird. Und wolle, ihr habt es geschafft. Ich wäre schon lange fertig mit YouTube. Ich hätte locker 3-4 Millionen beiseite gehabt. Ich hätte mein Kaufland-Video unterschrieben, aber ihr habt mich wegen 20 Kommentaren wurde mein Produkt gefickt, okay? Das sind alles Geister, die man rief von früher, sagen wir es mal so. Es gibt Menschen, die wollen polarisieren, weil sie ihr eigenes Produkt verkaufen wollen oder weil sie einfach bekannt werden wollen, weil sie vielleicht zu wenig Liebe von ihren Eltern bekommen haben, weil sie vielleicht Geld mit diesen Dingen verdienen wollen, weiß ich meine, um irgendwo anzuknüpfen, um zu, weiß auch immer. Die Leute gibt es. Und dann gibt es eine militante Veganerin, okay? Wenn du an die militante Veganerin denkst, also bevor du jetzt weißt, du weißt, um was es geht, aber wenn du an die denkst, an was denkst du? Also das ist das Erste, was du denkst, wenn die militante Veganerin in deinen Kopf kommt? An vegan sein und ja, einfach um die Tiere zu bewahren. Videos auf TikTok, wie sie Leute aufnimmt, um viral zu gehen, um den Leuten zu erklären und beizubringen, hey, ernähr dich mal vegan, weil Fleischüberproduktion, bla 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 bla. Für einen guten Zweck, ja. Eigentlich irgendwo für einen guten Zweck, theoretisch. Wie sie es aufbaut oder wie sie angeeckt hat, das ist ja egal. Wer eckt heutzutage nicht an? Klar regt die uns auf und klar macht sich auch wahrscheinlich mit bei diesen Verarschen, dies, das, dies, das, dies, das. Okay, gut zuhören jetzt. Die militante Veganerin hat es wirklich geschafft, weil es ja auch sehr viele Streamer da draußen gibt, sehr viele YouTuber, sehr viele TikToker, die für einen Klick mehr ihre Mutter sogar verkaufen würden. So, offiziell. Was machen die Leute? Die laden die zu den Podcasts ein, die laden die zu Videos ein, ist sie auf Twitch, die spielen mit der Spiele, weil die wissen, die militante Veganerin, auch wenn sie einen Shitstorm hat oder Leute sie nicht mögen, trotzdem nutzen die sich alle gegenseitig aus, okay? Die militante Veganerin hat es wirklich geschafft, durch die ganzen Reaktionen der YouTuber, und ich glaube, du warst sogar der Erste, der ein Video über sie gemacht hat auf YouTube. Einer der Ersten. Ich habe darauf reagiert und habe da meinen Senf schon abgegeben gehabt. Und ich bin immer noch der Meinung, jeder soll so leben, wie er möchte. Leb vegan, leb megan, Fox, leb wie du willst, Bruder. Iss von mir aus ein Wurm, steck dir einen Salatkolben in deinen Mund. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich, weil ich bin ein eigener Mensch. Ich mache mich selber schlau. Ich brauche nicht eine penetrante TikTokerin, die versucht, überall viral zu gehen. Weil ich meine, die mir versucht, irgendwas zu erklären. Jeder wird irgendwann erwachsen genug. Aber so ist halt TikTok. Manche Sachen gehen viral, Leute machen sich witzig, sie macht immer mehr und mehr Namen über sich, Leute nehmen sie auf, sie reagiert cool. Ich sag dir echt, ich finde sie auch cool. Voila, ich finde sie cool. Ich finde, die kann gut debattieren. Die kann auch gut argumentieren. Die kann auch gut schauspielern. Sie hat ja auch Medizin studiert. So, ja. die ist nicht dumm. Aber jetzt, meine Damen und Herren, willkommen im Jahr 2023. Ja, und wie lange gibt es OnlyFans schon? Keine Ahnung. Seit wann hat es so Hype? So seit 2 Jahren? Ja, so. Okay. Etwa, ja. Schaut mal. Selbst OnlyFans soll das machen, was die wollen. Leute sollen sich prostituieren und Geld machen. Es ist mir egal. Voila, es ist nichts Schönes, aber es ist mir egal. Ja. Ich greife niemanden und sage, nein, mach das nicht und nein, mach das. Mach, was du willst. Willst du dir diese Saskia-Flasche in dein Arsch schieben? Dann schieb es in dein Arsch.
schieb es so tief rein, dass es aus deinem Mund wieder rauskommt. Mach das. Es ist mir egal. Aber jetzt kommen wir dahin, wo der Mensch sich einfach verkauft und wo das Ekelhafte anfängt, okay? Stellt euch mal vor, und ohne Scheiß, ich und Lausa haben vor 2 Tagen darüber gesprochen. Bei Start mir meine Podcasts, ne? Die ersten Gäste haben schon zugesagt, wir warten gerade nur auf die Termine und wir drehen ab. Wir haben sogar überlegt gehabt, ob wir militante Veganerin anschreiben sollen und mit dir auch drehen sollen. Bisschen debattieren, so dies, das. Komm, cool, Bruder. Komm, cool, wieso nicht? Bruder, 5 Minuten vor Stream sagt mir dieses fette Kind Rudi hier links. Hallo, Rudi. Hallo. John, hast du mitbekommen, was mit militante Veganerin gemacht hat? Ich so, nee, was hat sie denn gemacht? Ja, Bruder, Twitter ist voll mit dir. Die hat jetzt mit OnlyFans angefangen. Wir lesen uns mal jetzt die Beschreibung hier vor, okay? Mir fehlen die Worte. Ich war schockiert, als Rudi mir das gesagt hat. Ich war mies sauer, Bruder. Ich sag euch auch jetzt warum. Ich bin jetzt auf ihrem OnlyFans-Account, okay? So, und ich lese euch jetzt mal die Bio vor. Die wilde Veganerin. Annibal Liberation, Sexual Liberation. Sexuelle Freiheit für Mensch und Tier. Ich bin Raffaela. Ich wusste nicht mal, dass sie Raffaela heißt. Hier die wilde Veganerin. Das erwartet dich bei mir. Nude und längere Content. Täglich Hot Pics. 24/7 private Chat. Ich antworte auf alle Nachrichten. Geheimer Extra-Content im Privatchat. Videos mit Toys. GG, BG, keine Ahnung. Ratings vom Dick. Heißt, so eklige Menschen sollen ihr schicken und du sollst bewerten. Fetischwünsche sind willkommen. No Skins Shaming. Das war die Anbieter, die Dienstleistung, die sie anbietet. Ja. Noch einmal, wiederhole ich mich jetzt, okay? Mal abgesehen davon, dass ich Moslem bin, auch kein Vorzeigemoslem, aber ich fürchte irgendwo Gott, weiß ich meine, und sowas würde ich selber niemals machen. Aber jeden das Seine. Die soll machen, was sie will. Aber mit was ist sie bekannt geworden und hat Aufmerksamkeit erregt? Mit was? Mit diesen ganzen Parolen, mit vegan sein. Mit einer Wohltätigkeit, ja. So viele Leute, die vielleicht auch eine gute Community haben, ja, haben sie auch mitgepusht und mit dir zusammen Videos gemacht, weil Content kann man mit ihr machen. Ich hätte auch gerne mit ihr Content gemacht, bis vor 2 Tagen. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte meine Community, die ich seit 10 Jahren aufgebaut habe, ihr seid alle mit mir aufgewachsen. Wir sind ein Team, Leute, ihr wisst das. Stellt euch mal vor, ich hätte die bei mir gelassen und wir hätten ihr Sympathiepunkte gegeben. Oder ich hätte das Gespräch so gelenkt, dass meine Zuschauer sagen, wow, die ist echt cool, weil das wäre wirklich mein Ziel gewesen. Warum nicht? Weil ich meine, man muss nicht jeden immer so. Und dann macht sie 2 Tage später einfach OnlyFans. Und ich habe gerade Videos gesehen, Bruder. Ich konnte es einfach nicht fassen, Bruder. Jemand, die so schlau im Kopf ist, die ist ja schlau, die macht jetzt Geld. Aber guck mal, da sind bestimmt auch so viele Jugendliche und Kinder dabei, die ihre TikToks gerne geguckt haben, sich vielleicht auch für sie gestellt haben oder auch andere Streamer oder große Leute, die ein bisschen was mit Reichweite zu tun haben, sie gut reden, dies, das. Und du tretest auf die Leute, indem du mit der Reichweite, die du von den ganzen Leuten bekommen hast, wenn es dann eine positive Reichweite war, und verkaufst jetzt deinen Körper. Ein kleines 13-jähriges Kind sieht jetzt aus Versehen auf Twitter oder TikTok oder wo auch immer deine Nudes und sie schießt sich einfach 5 Minuten lang rein. Und guck mal, das, ne, wird dir nicht mal wehtun. Sie will das sogar, dass Leute wie ich jetzt darüber Videos machen und darüber rede, weil dann noch mehr kranke Leute aus meiner Community, Bro, es gibt einfach Menschen, die haben Fetische oder die sind einfach neugierig und wollen sehen, wie sie nackt aussieht oder wie sie sich selber gibt. Und sie hat es einfach geschafft. Sie hat jetzt mit dieser Scheiße, obwohl sie so positiv angefangen hat, einfach eine Dings geworden. So, und das ist traurig, Bruder. Und so eine Leute dürfen gerade auf diesen Plattformen nur existieren, weil ihr sie mit erschaffen habt. Weil wir auch uns darüber lustig machen. Wie oft habe ich gesungen in den Streams? Bist du vegan? Ja, ja. Ich hab mitgezogen. Es kommen Memes, man gewöhnt sich an die Memes und dann machen die sowas. Noch nie kam jemand und hat dann wirklich was für die Menschheit geschaffen. Nein, sie hätte noch weiter durchziehen können. Sie ist so krass polarisiert, sie hätte noch weitermachen können. Vielleicht wäre sie in die Politik reingekommen. Vielleicht hätte sie irgendein Gesetz durchboxen können. Aber was macht sie? Sie macht so ihre Beine breit. Schiebt sich alles rein für das schnelle Geld. Und glaubt mir, sie hat locker schon ihre 500.000 gemacht. Locker schon die Million gemacht. Und jetzt juckt sie wahrscheinlich diese Werte auch nicht mehr. Ach nee, auf OnlyFans bin ich so und da bin ich so. Es ist wirklich peinlich. Es ist peinlich und eklig. Ich bin ein Mann, ich habe Bedürfnisse, Bruder. Ich rede mich nicht gut. Aber du hast dich verkauft. Geh und steck dir deine Werte mit deinem Veganismus in deinen Ass. Okay, machst du ja gerade sogar offiziell. Machst du ja sogar. Schäm dich, dass das so als normal gesehen wird. So mal dieses Akt der Liebe sollte etwas sein, was man im Ehebett hat. Oder mit einer Person, die man liebt, okay? Aber ihr habt das Ding schon so weit herausgetreten, dass ihr es normalisiert habt, OnlyFans zu haben. Und ach, Digga, das ist wirklich ekelhaft. Ekelhaft. Und Glückwunsch. Bitte schieb dir das Geld, was du jetzt durch mich bekommst, wenn Leute sich wirklich jetzt ein Abo bei dir machen, statt auf Rede zu gehen, um deine Dinger zu sehen, steck dir das auch in dein. Aber du hast dich verkauft. Deine ganzen Sachen, was du dir seit Jahren aufgebaut hast, hat keinen Wert mehr. Du hast dich verkauft. Ekelhaft. Jeder, der nach dieser Aktion noch mit ihr irgendwas weiter dreht, ist genauso ekelhaft. Ist ein Hund. Hat er gesagt, ich sage ekelhaft. Ich sag Hund. So, jeder, der mit ihr noch streamt, das ist genau derselbe Dreck. Und vor 3 Jahren hätte ich mit meinem Watt für Spatenfolgen nicht aufgehört, Walla, du wärst die erste auf meiner Abschlussliste gewesen. Walla, ich hätte alles dafür getan, dass die Kanaken draußen nicht ansprechen und zum Hund machen. Hätte ich gemacht. Wir können froh sein, dass die Leute jetzt sogar mit dem Hate arbeiten und dass die Hate gar nicht mehr juckt. Vielleicht konnten wir ein bisschen in ihr Gewissen reden. Die hat eh kein Gewissen. Die soll diese Schweine nehmen und ihr in den Arsch stecken. Okay, im Schweinekopf soll die in ihr Arsch stecken.
Wallah. Noch ein kleiner Nachtrag, weil mir das im Stream nicht eingefallen ist. Solltest du es jetzt wagen, einen TikTok darüber zu machen, wie ich auf dich reagiert habe und irgendwie deine Community, die nicht vorhanden ist, aber falls doch, du es irgendwie versuchen solltest, mich mit irgendwas zu canceln, obwohl es nichts mehr zu canceln, guck mal, wie ich schon, ich bin Psychopath geworden. Egal, was du sagst, es hat keinen Wert. Und guck mal, was mir jetzt eingefallen ist. Du bist doch käuflich, oder? Du hast ja verkauft. Deine für 7 Euro im Monat hast du dich ja verkauft, dass du dir Sachen in deine, was auch immer, reinschiebst, ne? Bevor du irgendein Antwortvideo machen willst, mache ich ein Angebot für dich, weil du ja käuflich bist. Ich möchte dich auch gerne kaufen. Ich will dich buchen. Ich gebe dir 3000 Euro bar, wenn ich in dein Gesicht scheißen darf. 2000, wenn du meine Scheiße isst, denn die ist vegan. Also das Angebot steht. Can und ich ernähren uns in letzter Zeit nur von Gemüse und von veganen Sachen. Also ist unsere Kacke eigentlich vegan? Kannst du essen? Also an die Community da draußen, falls ich auch wirklich antworten sollte, schreibt es gerne in die Kommentare, dass ich nicht so viel bellen soll, sondern einfach nur gerne vorbeikommen soll. Wir sind hier im Lager. Ich gebe dir auch gerne meine Adresse. Wir können es auch aufnehmen, wie ich dich anscheiße. Das kannst du auch für 7 Euro verkaufen auf OnlyFans. Und das kannst du auch für gute Zwecke spenden, für die Tiere. Du bist ja für gute Dinge da. Du bist ja Aktivist. Genau. Guck mal, wir haben das Video noch gar nicht hochgeladen. Das Video kommt jetzt gleich erst online. Das Video ist schon viral auf TikTok gegangen. Und guck mal, was diese lächerlichen Praktikanten von diesen Seiten von TikTok schreiben. The Voice of Germany Account von TikTok kommentiert, leben und leben lassen. Hat irgendjemand davon was gesagt, dass wir niemanden leben lassen? Das ist TikTok, meine Damen und Herren. Ich habe 15 Minuten einen Talk gehalten, wo wir sagen, wir lassen sie leben, aber was ist das? Wie kann man seine Werte verkaufen? Weißt du, was ich meine? Und guck, wie die Leute so kommentieren und dann eine Meinung über dich machen. Ihr seid alle unter meine Schlappen. Hier, unter meine Schlappen seid ihr. Meine Damen und Herren, das ist erst der Anfang. Bald verkaufe ich mein Programm und gehe wie Endotrade ins Gefängnis. Liebe Grüße.